Hallo Welt, ja, da sind wir wieder hier am Flughafen Boston. Und wir haben in der letzten Folge entdeckt, dass wir hier bauen können. Da fällt mir gerade auf, wir haben Durst. Ich meine so Grundsachen, wenn wir die irgendwie wenigstens bauen könnten. Wir haben diese Siedlung natürlich noch nicht mit einem Versorger verbunden. Das heißt, wir kommen überhaupt gar nicht an unseren Schrott ran, aber vielleicht können wir sowas hier wenigstens hinstellen irgendwo. Das benötigt Erde. Und haben wir hier irgendwo Erde? Ja, hier drüben am Bus, oder? So weit kommen wir gar nicht raus. Ach, so ein bisschen hier in der Ecke vielleicht, ja. Ist so ein bisschen weit weg. Ach, die Flaschen könnten wir füllen. Haben wir Flaschen dabei? Brauchen wir aber nicht. Wir sind sofort wieder weg. Komm, Curie. Die Menschheit ist geradezu unverwüstlich. Sie klammert sich trotz allem ans Leben. Es ist die Pflicht von uns allen, ihr Überleben zu fördern. Komm, ein Stündchen schlafen wir noch, Curie. Nö, hier kommen wir einfach nicht durch. Das ist aber eine sehr übersichtliche Siedlung hier. Oh, was haben wir jetzt? Hunger? Und krank fühlen wir uns, weil wir nur ein Stündchen geschlafen haben und vorher eben keine Medizin genommen haben oder so etwas. So, das reicht doch. So, dann geht's jetzt aber los. Im Regen. Und wir haben keinen Regenschirm dabei. Es geht los, liebe Welt da draußen, Richtung Sanctuary Hills. Kürzester Weg, ja. Ja, kürzester Weg. Einfach immer der Markierung folgen, unten im Radar. Oh, das ist ja nicht unser Wetter hier. Sollen wir schwimmen? Das wäre der kürzeste Weg. Ja, Curie, komm, wir schwimmen einmal. Schön verstrahlt. Verstrahltes Wasser. Nicht trinken. Ja, ich meine, wenn wir so verstrahlt werden hier, dann... dann macht das auch nicht mehr viel aus mit dem Trinken. Können wir ruhig trinken. Was ich über das Schwimmen gelesen habe, hatte ich mir etwas weniger verstrahlt vorgestellt. Ja, du schaffst es, Curie. Wir beeilen uns. Schwimmen können wir gut. Tauchen auch? Ja, tauchen auch. Vorsicht, Supermutanten hier vorne, nein. Nein. Das ist schon die Brücke hier in der Nähe, also die Brücke zwischen Bunker Hill und County Crossing, meine ich. Da haben wir nicht mit Supermutanten zu rechnen. Hier vorne könnten Supergule sein vielleicht. Oder Raider, da liegt doch einer. Was liegst du hier rum? So, Delfin einmal, Delfinsprung. Jawohl. So, du hast schöne Sachen für uns, die wir nachher verkaufen können. Vielen Dank. Wow. Es summt. Vorsicht. Curie. Haha, du bringst die Fliegen mit. Oh nein. Und? Alles gut, Curie? Keiner verletzt. Ja, war hier noch was? Nein, das ist ein Stein. Okay. Weiter geht's. Curie, mach doch was. Das Wetter. Das ist nicht das richtige Reisewetter, das wir hier gerade haben. Hier drin ist auch noch ein Blutkäfer, oder? Keiner? Keiner. Das waren die schon, die sind schon rausgekommen. Oh, hier hat aber jemand was reingelegt für uns. Sehr schön. Aufmerksam, sehr aufmerksam. Sehr schön. Alles leer, sonst. Ja, von nichts kommt nichts. Wir müssen hier ein bisschen einsammeln, wenn wir schon mal unterwegs sind. Wir wollen ja bauen bald.
Und Curie, weiter geht's. Mehr gibt es hier nicht zu holen. Scheinbar. Oder was ist das hier? Ah, eine Brauerei? Hm, vielleicht ja. Red Kakerlaken, eigentlich haben wir genug zu essen, aber wenn wir schon mal hier sind. Wow! Wow! Ihr seid schnell! Oh yeah! Durchschlagend doppelläufige Schrotflinte! Ignoriert 30% der Schadens- und Energieresistenz des Ziels. Aktuelle Mods: Standardverschluss, kurzer Lauf, kurzer Kolben, Standardvisier, keine Mündungsbremse. Schaden richtet das gute Stück auch an, nämlich 103 ballistischen Schaden, verschießt Schrot, hat eine Feuerrate von 36, eine Reichweite von 47, Präzision 16, Gewicht 9. Wert 159. Ja, das nehmen wir mit. Und was gibt es noch so Schönes hier? Hm, lecker trinken. Leuchtend. Leuchtend. Gummibonbons. Und Plastik. Plastik, Plastik. Vorsicht. Wir machen hier keine Sightseeing-Tour. Wir sind gleich wieder weg, aber ich höre es hier flattern. Das wird auf dem Dach sein irgendwo, denke ich. Ich höre es flattern. Ja, so summen vielmehr. Irgendwie ungesund hört sich das an. Wow! Blähfliege! Blähfliegen! Bläh! 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 Wo hast du? Ach, Curie, das wird nichts. Ja, schieß ruhig. Gut machst du das. Die eiterne Blähfliege. Die eiterne Blähfliege. Komm her, ich schnapp sie mir. Ach, die haut schon ab. Egal, hinterher. Sie hat uns bespuckt oder beschossen vielmehr mit ihrer Brut. Da fängt sie schon wieder an. Eiternde Blähfliege, was die sich alles einfallen lassen. Komm, Curie. Schwimm. Oh, wir kommen hier nicht rein. Wie kommt's? Irgendwas hält uns. Da können wir raus. Ja, ganz schön wenig Schlafmöglichkeiten haben wir hier. Also, wir brauchen irgendwie mal so einen tragbaren Schlafsack, meine ich. Wohin mit unserem ganzen Schrott? Ich glaube, in der Red Rocket Raststätte. Ich glaube, da können wir ein bisschen was abladen. Das dürfte da auch noch nicht so kaputt sein. Ach, hier. Covenant. Da können wir auch was abladen, das geht auch. Obwohl hier ergibt das nicht so viel Sinn, da wir Covenant ja, das ist unsere Testsiedlung hier, die haben wir nicht verbunden mit anderen Siedlungen, also lassen wir das vielleicht. Schlafen können wir hier einmal. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich bunt. Curie, geh nicht an die Pflanzen, die mögen das nicht. Da wird alles von Robotern. Ein Kontrollblick. Also diese Siedlung ist nicht mit anderen Siedlungen verbunden und das bedeutet, alles, was wir jetzt hier sehen, was drin ist, das kommt durch die Plünderstationen. Beziehungsweise durch eine Plünderstation. Mal sehen, wir haben zwei Plünderstationen haben wir hier. Sind die denn auch alle? Sind die alle belegt? Hier ist einer und die ist auch belegt. Okay, aber wir müssen. Ich merke schon wieder. Ein einfaches Leben ist das nicht. Mit der Ernte läuft es ziemlich gut. Verdächtig. Also nicht, dass wir gleich auf dem Desktop landen. Und es regnet nicht mehr. Guten Morgen, Curie. Weiter geht's.
Schrott oder sowas brauchen wir hier nicht zu kaufen. Ja, wir konzentrieren uns lieber auf die Großhändler, so welche wie Depp oder vielleicht geht's auch, ja, mit Sicherheit geht's dann auch nochmal nach Diamond City. Da werden wir mit Sicherheit dann auch nochmal ein bisschen was einkaufen. Trinken können wir in der Red Rocket Raststätte, so lange halten wir aus, ja. Und wir nehmen uns hier vielleicht noch Diesers Limonade mit ein wenig. Dieser! Dieses Limonade! Nach einem langen Tag gibt's nichts Besseres! Genau, doch ein Bier. Hey, Dieser! Bier. Weniger Strahlung, weniger Mutabeeren, der gleiche tolle Geschmack! Aha! Probiert Diesers Limonade! Mhm, ja, dann Limonade, danke. Ich nehme eine. Bitte! Vielen Dank! Ja, ach, das geht ja schneller, als ich dachte so. In 10 Minuten sind wir durch. Wenn wir nicht überladen wären, könnten wir natürlich den ganzen Weg übersprinten und wären noch schneller. So joggen wir einfach ein bisschen dorthin. Also, der Nebel löst hier den Regen ab. Das ist ja nicht gerade ein besseres Wetter jetzt. Was ist denn hier eigentlich mit Kelly? Kelly, die ihre Brahmine verkauft. Haben wir hier vielleicht eine Kelly? Moment, die war nicht hier, oder? Wo war die denn? Ich dachte, die wäre hier. Die würde hier stehen. Sie ändert aber auch ihren Standort manchmal. Das erste Mal haben wir sie in der Nähe von Jamaica Plain gefunden. Aber später war sie dann ganz, ganz lange hier immer. Da, da ist sie ja. Kaufen wir mal einen Brahmin. Warte mal kurz. Ich kann dir einen Brahmin verkaufen. Siehst du? Wie es da steht, aber garantiert hochwertig. Deswegen sind wir hier. Wir kaufen einen Brahmin. Klar, ich nehme es. Oh, sehr gut. Sag mir, wohin ich es schicken soll, dann gehört es dir. Ha, ich weiß ganz genau, wo wir es hinhaben wollen. Der Slog, da würde noch eins hinpassen. Flughafen Boston, das war meine Idee. Ja, natürlich, da soll es hin. Schön, mit dir Geschäfte zu machen, Schwester. Wir sehen uns bestimmt noch. Oh, bestimmt. Wir werden mit Sicherheit nochmal einen Brahmin. Verkaufst du noch eins gerade? Drei Stück hätten wir gerne. Wenn wir uns nächstes Mal sehen, können wir Geschäfte machen. Oh nein, sie hat 100 Kronkorken von uns bekommen. Komm, Curie, schnell weg. Sonst sind wir gleich pleite. Ja, Drumlin Diner, das ist noch eine Adresse. Da bekommt man eigentlich auch ganz gut Schrott. Ja, es geht so. Depp ist, glaube ich, die beste Händlerin. Und dann Good Neighbor. Good Neighbor, da bekommt man eigentlich auch immer ganz gut Sachen. Und was fällt mir da gerade noch so ein? Ja, Diamond City natürlich, die Großstadt. Ja, dann gibt es noch diverse Händler, die so unterwegs sind. Die haben aber meistens nicht viel, aber manchmal ausgefallene Sachen. Was auch irgendwie ganz nett ist. Ja, und dann die Händler aus Bunker Hill eben. Aber Depp ist, glaube ich, die Beste. A Good Neighbor. Good Neighbor werden wir auch jedes Mal all unsere Sachen los. Also wenn wir Wasser dabei haben, das werden wir immer ganz gut los. Jetzt haben wir Jet Boost dabei, das würden wir dort ganz gut loswerden. Eine Maulwurfsratte! Brauchen wir die? Ja, wir müssen hier ein bisschen aufräumen. Sicherer machen das Commonwealth, darum sind wir doch da. Solltest du dir die Hände waschen. Es ist nicht sonderlich hygienisch, mit Toten zu hantieren. Oder ich sehe gerade den Pfeil, ob wir über Ten Pines Bluff gehen sollen. Ach wo? Nee. Sicherer machen und die Maulwurfsratte, habt ihr das gesehen? Die hat den Spachtel gefuttert. Die hätte sowieso nicht lange gelebt. Die hat wahrscheinlich die ganze Zeit Bauchweh gehabt. Oh, Gule, wo seid ihr? Ah, wir müssen es ja nicht herausfordern unbedingt. Nur wenn ja zufällig welche kommen würden. Aber es kommen keine, na gut.
Ja, ich hatte mir eigentlich vorgestellt und gedacht, dass es für die Bruderschaft mehr so Art Rettungs- oder Bergungsmissionen gibt, da wir zuvor, bevor wir auf der Prytwyn waren, schon so viele tote Bruderschaftler gefunden haben und ständig ihre Vertibirds abstürzen. Ich dachte, dann geht es darum, gehe los und besorge uns die Holomarken von A, von Punkt B, von Punkt C und so weiter. Es gibt noch mehr Buchstaben. 26 oder wie viel? Über die Welt vor den Atombomben. Ich fürchte, ich muss einige löschen, um Platz für meine neuen Beobachtungen zu machen. Ja, Curie, lösch ruhig. Ich weiß nicht, ob wir das jemals noch brauchen werden. Es hat sich alles geändert. Wir fangen einfach von vorne an. Wir schreiben das Jahr Null. War das witzig? Na, ich denke mal, manchmal hört sich das... Ich weiß nicht. Wo war denn das mit dem Jahr Null? Ach, das gab's schon oft, glaube ich. Ich glaube, hier vorne können wir einmal schlafen. Auf dem Platz hier? War hier nicht irgendwie ein Schlafsack oder so? Hier übrigens ein beliebter, begehrter Ort für Zufallsbegegnungen. Bei uns schon lange nicht mehr. Denn ich meine ja, dass die nach 16 Zufallsbegegnungen dann irgendwann mal aufhören, so an manchen Stellen zumindest. Hier war schon super lange keiner mehr. Ganz am Anfang hatten wir mal Zufallsbegegnungen. Da findet man zum Beispiel die Stufe 4 Händler oder so. Oder eben andere interessante Leute. Wehe, ihr habt hier eine Todeskralle. Ah, wir laufen brav außen rum, da kann uns nichts passieren. Und dann sind wir schon gleich an der Red Rocket Rust-Stätte. Im Nebel. Weg mit dem Schrott und schlafen können wir auch. Oh, schön. Eine nur. Blutkäfer-Jungtier. Hätten wir ein bisschen gewartet, wäre es vielleicht erwachsen gewesen. Erstmal das Wichtigste, schlafen. Ja, man merkt schon, es fängt schon ein wenig an zu ruckeln jetzt. Hast du gut geschlafen, Schatz? Mit dir doch immer, Curie. Sehr gut sogar. Oh, wir laufen ja sowieso nach Sanctuary Hills, dann können wir die doppelläufige Schrotflinte hier, die legendäre, die können wir dann auch gleich mitnehmen. Warum haben wir hier so einen schmuddeligen Schlafsack noch liegen? Ich glaube, das war der erste, den wir irgendwann mal aufgebaut haben hier. Köstlich. Moment, haben wir hier einen Wetterwechselgeschoss? Sehe ich da richtig? Ach so, ja, das müssen wir ja so von hinten bedienen, damit es funktioniert. Wow. Das ist doch die richtige Reise, das richtige Reisewetter. Oh, liebe Welt da draußen, wir haben es geschafft. Bis zur Red Rocket Raststätte sind wir gekommen. Nach Sanctuary Hills geht's dann in der nächsten Folge. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.